Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute möchte ich euch einmal zeigen, wie man ein großes Panorama erstellt. Und zwar geht es sich darum, wir haben im Wohnzimmer eine Wand, die 4,40 Meter breit ist. Da soll jetzt ein Panorama hinkommen mit einer Breite von 3,50 Meter. Und so ein großes Panorama kann man natürlich nicht in einem Stück erstellen, beziehungsweise es gibt keine Bilderrahmen, die so groß sind. Also werden wir das Panorama aufteilen in 5 Bilderrahmen, die 70 x 50 breit sind. Und am Ende haben wir dann eine Panoramahöhe von 50 cm und eine Breite von 3,50 m. Ja, und ihr seht es ja schon, wir haben jetzt hier 30 Einzelaufnahmen, die dann später das Panorama ergeben sollen. Das heißt, ich wähle die jetzt einfach mal aus und öffne die in Photoshop. Denn ich mache es immer so, wenn ich so ein großes Panorama erstelle, dann nehme ich erstmal die grundsätzlichen Entwicklungen an den Fotos vor. Das ist wesentlich einfacher, als wenn man dann später hingeht und möchte das große Panorama da bearbeiten oder einstellen. Und man müsste dann ja ohnehin weit in das Bild reinzoomen, damit man halt alles genau erkennen kann. Und wenn ich es so mache, habe ich zwar ein Bild, aber wenn ich daran die Einstellungen vornehme, dann passt das in der Regel schon. So, und wir brauchen jetzt hier bloß etwas mit dem Kontrast hochzugehen. Ich möchte natürlich in den Tiefen deutlich mehr erkennen. Mit den Lichtern gehe ich runter, weil ich möchte die Details hier oben im Himmel erhalten. Die Gesamthelligkeit muss ich allerdings etwas anheben. Deswegen muss ich da gut gegensteuern immer wieder. Den Kontrast erhöhe ich noch etwas mehr. Dann füge ich Struktur und minimal Klarheit hinzu, dass sich hier die Details besser rausarbeiten. Und die Dynamik und Sättigung hebe ich auch etwas an, damit das Ganze halt etwas, ja, ich sag mal, etwas farbenfroher wird. Und zum Abschluss gehe ich nur noch hin und nehme die Objektivkorrektoren vor. Das wird hier also automatisch schon erkannt. Das heißt, die Verzerrung und die Vignettierung wird automatisch korrigiert. Jetzt gehe ich hin und wähle alle Bilder aus hier unten und gehe nur noch auf Einstellungen synchronisieren. Hier schaue ich, dass alles markiert ist, was ich geändert habe. Gehe auf OK. Und jetzt gehe ich nicht auf Öffnen, weil sonst würde man ja alle Bilder direkt im Photoshop öffnen, sondern ich gehe einfach auf Fertig. Und in dem Ordner, wo meine Bilder liegen, werden jetzt extra Dateien erstellt, worin diese Änderungen, die ich gerade vorgenommen habe, gespeichert werden. Und wenn ich jetzt Photoshop öffne, auf Automatisieren und Photo Merge, kann ich meine Bilder auswählen. Und die Änderungen, die ich gerade vorgenommen habe, die werden dann automatisch schon auf diese Bilder angewendet. Jetzt muss ich nur mal schnell schauen, wo mein Panorama ist. So, das sind meine Bilder, die ich verwenden möchte. Gehe auf OK. Hier unten gehe ich natürlich auf Bilder zusammen überblenden. Vignettierungsentfernung brauche ich nicht mehr machen. Das habe ich ja bereits in der Korrektur vorgenommen. Genauso wie die geometrische Verzerrung. Das habe ich jetzt gerade bei dem kleinen Entwicklungsprozess schon alles gemacht. Ich brauche nur dafür zu sorgen, dass die Bilder geladen werden und halt überblendet werden. Und jetzt noch auf OK. Und das war's. Jetzt fängt Photoshop schon an, mir das riesige Bild zu erstellen. Und den Prozess warten wir jetzt einfach mal ab. So, und schon ist das Panorama fertig. Beziehungsweise Photoshop ist jetzt hingegangen und hat alle Ebenen überblendet. Diese einzelnen Ebenen sieht man hier auch noch. Ich gehe jetzt als erstes hin und markiere mir einfach mal alle Ebenen und drücke STRG E, um diese Ebenen auf eine einzige Ebene zu reduzieren. Jetzt sehen wir, dass wir hier rundherum noch diesen transparenten Bereich haben. Das liegt einfach daran, die Kamera ist ja auf einem Stativ montiert. Man macht das erste Foto, das wäre hier, und dann dreht man sich einmal im Kreis und da kommt es natürlich zu minimalen Verschiebungen und auch zur perspektivischen Verzerrung. Und um das auszugleichen, beziehungsweise Photoshop geht dann hin und
setzt alle Bilder nahtlos aneinander, basierend auf den Bildinformationen, die vorliegen, und deswegen entstehen hier diese transparenten Bereiche. Und die möchte ich jetzt natürlich füllen. Das Problem ist allerdings, Photoshop hat so einen kleinen Mangel, was das betrifft, denn wenn ich jetzt hingehe und markiere das alles und gehe auf Fläche füllen, dann geht, also hier stelle ich natürlich inhaltsbasiert ein, Farbanpassung, der Haken muss stehen, normaler Mischmodus und auf 100%. Und wenn ich jetzt auf Füllen gehe, geht Photoshop wahrscheinlich hin und füllt mir den Bereich einfach mit weißer Farbe. Und das wollen wir natürlich nicht haben. Wir wollen ja, dass der Rand so gefüllt wird, wie die Inhaltsinformationen, die in dem Bild vorliegen. Ja, und genau das ist jetzt passiert, was ich meinte. Es wird also alles weiß gemacht, was daran liegt, dass dieses Bild einfach zu groß ist, als dass Photoshop es korrekt berechnen könnte. Deswegen gehen wir als erstes einmal auf Bild und Bildgröße. Gut, hier haben wir jetzt 300 Pixel, das ist natürlich schon sehr viel. Da können wir schon mal direkt runtergehen auf 150 Pixel, wodurch das gesamte Bild natürlich viel, viel kleiner wird. Und wenn ich jetzt hingehe und fülle den Bereich, dann sollte es eigentlich klappen. Wobei, wenn ich das jetzt so füllen würde, also ich habe jetzt mit dem Zauberstab den transparenten Bereich angeklickt, und wenn ich das jetzt fülle, gibt es den nächsten Mangel von Photoshop, dass zwischen dem gefüllten Bereich und dem bereits vorhandenen Bild ein kleiner Rand stehen bleibt. Deswegen gehe ich hin auf Auswahl, Auswahl verändern, erweitern, nur um 2 Pixel, das reicht schon, dass ich in den Bereich reingehe, wo bereits Bildinformationen vorliegen. Und wenn ich jetzt den Bereich fülle, dann fülle ich quasi auch den Rand des Bildes, was bereits vorhanden ist. Also wieder bearbeiten, Fläche füllen. Ich verändere hier nichts. Inhaltsbasiert, Farbanpassung 100%. Okay. Und jetzt sollte der Bereich eigentlich so gefüllt werden, wie ich mir das vorstelle. Perfekt, das hat sehr gut geklappt. Ich kann jetzt nochmal reinzoomen in den einzelnen Bereich und mir das Ganze mal etwas genauer anschauen. Und wenn ich jetzt ohnehin schon reingezoomt habe, dann kann ich kleine Fehler, die ich finde, direkt ausbessern, wie zum Beispiel hier diese Person. Ich fange jetzt hier erst einmal an mit diesem Stab. Nehme mir hier das Ausbessern-Werkzeug, mache das natürlich so groß, dass es auch zu dem Bereich passt, den ich ausbessern möchte. So, die Größe reicht schon, dann fahre ich einmal hier drüber. Und so kann ich das jetzt Stück für Stück alles ausbessern, was mich hier stört. Und ich muss sagen, dieses Ausbessern klappt mit Photoshop hervorragend. Es gibt halt manche Bereiche, da muss man 2-3 Mal drüber gehen. Aber insgesamt kommen da schon sehr gute Ergebnisse bei raus. So, jetzt gibt es noch eine weitere Sache, die mich stört. Und zwar finde ich, dass hier sehr wenig Himmel drauf zu sehen ist. Ich hätte gerne etwas mehr Himmel. Deswegen gehe ich als erstes hin und vergrößere meine Arbeitsfläche etwas. Die ist jetzt aktuell 69,38 cm hoch. Ich gehe jetzt hier einfach mal auf 75 cm. Und die Vergrößerung, die wird jetzt natürlich aufgeteilt auf oben und unten. Das heißt, ich nehme mir mein Bild und rutsche damit an den unteren Rand. Wieder den Zauberstab auswählen, in den Bereich reinklicken, die Auswahl wie gewohnt minimal erweitern, einfach nur um 2 Pixel, und dann bearbeiten, Fläche füllen, das gleiche wie vorhin auch, inhaltsbasiert. Und jetzt lasse ich mir den Bereich füllen, und das Schwierige ist jetzt natürlich, Photoshop füllt diesen Bereich anhand der Informationen, die hier drumherum vorliegen, und das kann halt zu so unschönen Kanten führen, wie jetzt hier beispielsweise oder auch dort. Und dann gehe ich hin
kleiner räume die Auswahl etwas um 50 Pixel und erstelle außerdem noch eine weiche Kante, ebenfalls mit 50 Pixel, und fülle den Bereich jetzt einfach nochmal. Und das Ganze mache ich jetzt halt zwei, dreimal, bis dass ich hier so ein, ich sag mal, relativ natürliches Ergebnis habe, dass es halt wirklich gut aussieht und man nicht direkt erkennt, dass da halt manipuliert wurde. So, jetzt ist es natürlich immer noch so, dass da halt, dass man erkennt halt, dass hier geschummelt worden ist. Also gehe ich einfach hin, nehme mir das Ausbessern-Werkzeug, mache das jetzt etwas größer und fülle hier einfach verschiedene Bereiche, dass man halt nicht direkt erkennt, dass da was am Himmel gemacht worden ist. So wie hier zum Beispiel, das sieht natürlich sehr unschön aus. Oder dort. Die Kante, die wirkt natürlich auch komisch, wenn das so in einem da durchgeht. Der Fleck, der hat sich hier auch direkt wiederholt. Das erkennt man auch gleich. Und so nehme ich halt kleine Korrekturen vor. Und das ist jetzt natürlich, dadurch, dass es ein Wolkenhimmel ist, Wolken haben ja eh immer sehr abwechslungsreiche Strukturen. Und dann fällt es normalerweise nicht auf, wenn man da jetzt hier so manipuliert, indem man einfach bestimmte Bereiche wild füllt. Und wenn ich das Gefühl habe, dass es passt, dann mache ich mit dem nächsten Schritt weiter. Zwischendurch kann man natürlich auch einfach mal den Kopierstempel nehmen, wobei es da natürlich so ist, wenn ich jetzt hier einen Bereich aufnehme zum Kopieren und gehe dann hier hin, dann kopiere ich natürlich eins zu eins die Fläche, so wie sie hier ausschaut, dahin und dann habe ich das gleiche Spiel wieder. Deswegen stehe ich mir besser, wenn ich mit diesem Ausbessern-Werkzeug arbeite, denn da bekomme ich, ja, ich sag mal, ein etwas harmonischeres Bild hin. So, vom Himmel her passt es. Was man natürlich auch machen kann, um etwas weichere Strukturen hinzubekommen, ist den Kopierstempel zu nehmen und die Deckkraft einfach etwas runterzusetzen. Beispielsweise jetzt hier auf 60%. Und jetzt kopiere ich das natürlich nicht eins zu eins, sondern kann mir so etwas weichere Übergänge verschaffen. Das ist natürlich gut, zum Beispiel in so Bereichen wie jetzt hier. Beziehungsweise hier müsste ich ja eher mit dem Blau etwas da reingehen. Aber ich denke, vom Himmel her sieht es so eigentlich schon relativ natürlich aus. Den nächsten Schritt, den ich mir jetzt vornehmen werde, ist halt nochmal eine Korrektur des Bildes. Ich bin ja hingegangen und habe alle Einzelbilder in Kamera RAW mal schnell entwickelt, beziehungsweise die Entwicklungseinstellungen voreingestellt. Und das fertige Bild würde ich jetzt natürlich schon noch gerne einmal korrigieren, weil die Bereiche hier sind immer noch sehr dunkel. Und deswegen öffne ich das Bild jetzt einfach nochmal in Kamera RAW und werde dann halt nochmal eine kleine Feinjustierung vornehmen, wo ich die Tiefen vielleicht nochmal etwas anhebe, damit hier die Bereiche etwas mehr rauskommen. Die Lichter, die hier oben sind mir fast ausgebrochen. Also ich glaube nicht, dass ich die noch. Ah doch, die kann ich noch gut zurückholen, wenn ich halt mit den Lichtern runtergehe. Man sieht, das Bild ist im Herbst aufgenommen worden. Wir haben also hier sehr viele Bereiche, wo das Laub der Bäume schon rötlich geworden ist. Und so gefällt mir das jetzt schon wesentlich besser. Und das, was jetzt hier so ein bisschen aussieht wie Rauschen, das sind tatsächlich alles kleine winzige Bäume. Aber so gefällt mir das jetzt schon sehr, sehr gut. Hier die Bereiche am Rand, die habe ich jetzt noch nicht korrigiert, weil mir wahrscheinlich ein Bereich davon wegfallen wird, wenn ich auf die korrekte Größe des Bildes gehe. Und um diese korrekte Größe zu erreichen, gehe ich jetzt erst einmal auf Bild, Bildgröße.
und stelle mir hier schon mal 50 cm ein. Und ihr seht jetzt schon, wir werden auf jeden Fall an beiden Seiten 10 cm verlieren, beziehungsweise insgesamt werden 20 cm auf der Strecke bleiben. Die Größe passt jetzt schon. So, und um das jetzt wirklich auf das korrekte Maß zu bringen, nehme ich dieses Zuschneiden-Werkzeug oder dieses Freistellungswerkzeug und stelle mir hier 350 in der Breite ein. Also das erste Feld ist immer für die Breite, das zweite Feld ist für die Höhe und hier sind schon die richtigen Werte eingetragen. 350 mal 50. Aber ich finde, das passt so sehr gut. Und jetzt müssten wir eigentlich bei der Bildgröße schon 350 cm haben, beziehungsweise 50 in der Höhe. Das passt perfekt. Jetzt muss ich das Ganze aber noch aufteilen auf 5 einzelne Bilder. Das heißt, 5 mal 70 sind ja diese 350. Und dafür nehme ich mir hier oben die Skala zu Hilfe. Das heißt, alle 70 cm, ich schaue erstmal, ob das auf Zentimeter eingestellt ist, das passt. Mit rechter Maustaste einfach hier reinklicken. Und dann könnte man es hier verstellen. Aber es steht eh schon auf Zentimeter. Das passt. Das heißt, ich mache mir jetzt hier bei 70 den ersten, also die erste Hilfslinie. Dann bei 140 die zweite. Und immer so weiter, bis dass ich halt bei 350 angekommen bin. 210. Da kommt es jetzt nicht auf 0, irgendwas Millimeter an, sondern ich versuche halt so nah wie möglich ranzukommen. Und 280 brauchen wir auch noch. 350 ergibt sich ja von selbst. So, an sich ganzes Bild. Das heißt, wir haben jetzt hier vier Hilfslinien und jeder einzelne Bereich ist 70 cm breit und 50 cm hoch. Jetzt gehe ich noch hin und erstelle mir ein neues Dokument. Stelle hier Zentimeter ein, 70 cm breit, 50 cm hoch. Die Auflösung hatten wir bei dem Panorama auf 150 eingestellt. Das behalten wir jetzt hier auch bei. Das reicht für den Druck aus. Es ist also eine gute Qualität. Erstellen. Und jetzt kann ich hingehen und anfangen, das Bild in kleine Stücke zu schneiden. Dafür nehme ich mir wieder das Freistellungswerkzeug, lösche natürlich hier diese Skala, denn jetzt brauche ich ja als erstes das hier und die Hilfslinie, die ist quasi magnetisch, das heißt, wenn ich da in die Nähe komme, dockt das automatisch an. Das heißt, das wäre das erste Bild. Das schiebe ich mir jetzt hier rüber. Das sollte auch genau passen von der Größe her. Schauen wir mal, ob das sich genau ausgeht. Ja, perfekt. Das heißt Bild 1, dann bei dem Panorama wieder einen Schritt zurück. Jetzt brauchen wir ja das zweite Fünfte. Und auch das ziehe ich mir jetzt hier rüber. Und das mache ich halt mit allen fünf Bereichen. Und das war jetzt das ganze Hexenwerk. Wir haben das große Panorama aufgeteilt auf fünf einzelne Bilder. Ich verknüpfe die jetzt noch einmal nur, um zu schauen, ob das von der Größe her passt. Weil wichtig ist natürlich, dass jedes einzelne Bild hier passt. Jetzt sieht man, hier ist schon eine kleine Kante übergeblieben. Das ist eigentlich nahezu unmöglich. Das ist eine optische Täuschung von Photoshop. Also das Bild wird genau passen, weil es kann ja gar nicht sein. Ihr seht es, wenn ich näher ranzoome, dann verschwindet diese weiße Linie, die da erscheint. Das ist entweder ein Grafikkarten-Bug oder halt wirklich ein Fehler in Photoshop, dass es angezeigt wird. Aber das Bild passt natürlich perfekt. Beziehungsweise die weiße Kante habe ich jetzt bei allen Bildern. Dann geht sich das eh so aus. Jetzt habe ich gerade gesehen. Wichtig ist jetzt natürlich, bei dem ersten Bild kann ich hier rechts noch korrigieren. Beziehungsweise das wäre der Bereich, der ganz rechts wäre auf dem großen Panorama. Also das hier. Und wenn ich jetzt sage, okay, hier die Bäume, die da noch rauskommen,
Die gefallen mir jetzt nicht so, die kann ich jetzt hier natürlich noch wegretuschieren. Wichtig ist aber natürlich bei den Bereichen, wo der Übergang zum nächsten Bild ist. Ich kann jetzt natürlich nicht hier hingehen und hier an dem See retuschieren, denn bei dem nächsten Bild geht es ja hier mit dem See weiter. Und deswegen hier im mittleren Bereich des Bildes kann ich bei allen retuschieren. Bei ganz rechts dem Bild kann ich auch hier am Rand retuschieren. Oder aber auch beim ersten Bild könnte ich hier links retuschieren. Ich sehe, hier kommt tatsächlich noch etwas von dem Rucksack raus. Das stempel ich mir jetzt also weg, damit da der Übergang schön ist. Dadurch, dass ich jetzt hier die Deckkraft auf 60% gestellt habe, muss ich natürlich einige Male darüber gehen, aber das ist ja kein Problem. Am Ende noch einmal mit dem Bereichsreparaturpinsel drüber. Dann war es das schon. Aber sonst passt hier alles. Jetzt kann ich alle Bilder nochmal kontrollieren. Und danach geht es dann halt zum Entwickler. Da müsst ihr halt schauen, für welchen ihr euch entscheidet. Es gibt ja mehrere verschiedene und ich möchte jetzt hier keine Werbung machen. Aber von der Fotoqualität her habe ich einige schon getestet und war wirklich mit allen sehr zufrieden. Aber wie gesagt, das war's. Jetzt haben wir unsere 5 Bilder fertig gemacht. Die werde ich jetzt zum Studio schicken, entwickeln lassen, werde die Bilderrahmen kaufen und irgendwann in den nächsten Videos zeige ich euch mal, wie das fertige Panorama an der Wand ausschaut. Dadurch, dass ich das jetzt hier heute mehr oder weniger live für euch gemacht habe und auch relativ spontan, sind die Bilder natürlich noch nicht fertig. Das heißt, ich werde auch erst am Ende sehen, was es wirklich geworden ist, wenn ich die Bilder in den Händen halte. Aber ansonsten sind wir soweit fertig. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt ein wenig was gelernt und ich bin sehr gespannt, wie das fertige Panorama an der Wand ausschauen wird. Aber wir werden es halt in Kürze erfahren. Also bis dahin, ciao.